Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill. Wir sind im Krankenhaus angekommen. Ja, juhu, wir sind im Krankenhaus. Ja, ihr könnt euch ja denken, so wie die Schule bisher lief, wie schön es dann jetzt erst hier im Krankenhaus wird. Aber ich werde nicht drumrum kommen und stapfe mal voran. Hatte ja gesagt zuletzt, dass ich hier links reingehe und das mache ich jetzt mal, weil ich möchte gerne die Karte haben. Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God. Another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you. She died 4 years ago. It's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Okay, das war also der Kaufmann. Wo ist der denn jetzt hingegangen? Und er hatte hier so ein Flugmonster erschossen, die wir draußen von den Straßen kennen. Auf den ersten Blick habe ich das gar nicht gesehen. Nichts Nützliches. Finden wir denn hier noch was Nützliches? Wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Sehr interessant. Ich finde, die Geschichte wird jetzt langsam mehr und mehr immer spannender. Nichts Ungewöhnliches. Ich gehe mal hier um die Ecke und schnapp mir die Karte, falls die da jetzt ist. Hoffentlich. Ach nee, ich bin hier in den Raum nebenan gegangen, war ja klar. Ich mich hier wieder verlaufe. Nichts Ungewöhnliches, nichts Ungewöhnliches. Überall nichts für uns. Ah, genau. Doch, hier ist ein Verbandskasten. Juhu. Jetzt haben wir auch wieder einen. Und hier haben wir unser wichtigstes Objekt für dieses Gebäude. Eine Karte des Krankenhauses, die wir natürlich mitnehmen werden. Logisch. Genau, ich speichere einfach mal wieder, weil... Ach, kann ich hier gar nicht? Kann ich gar nicht. Na gut, dann gehe ich wieder zurück. Macht aber nichts. Wie ist denn das Flugmonster hier reingekommen? Ich meine, die gehen doch sonst gar nicht immer da so. Ja. Okay, da war ich auch. Dann gehen wir mal hier rein. Gott, ich warte schon hier auf die ersten Monster.
Und jetzt stellt euch mal vor, das Ganze wird hier auch nochmal zur düsteren Silent Hill Parallelwelt. Was? Das ist eine weiße Tafel, hier steht nichts Besonderes. Na dann. Oh, hier habe ich aber was gefunden. Eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Und? Was steht denn da? Weiß man nicht, weil wir den Artikel nicht sehen. Irgendwas wurde da ausgeschnitten. War ich hier schon, ne? Jetzt bin ich hier falsch gelaufen. Nee, ich will da vorne, muss ich hin, genau. So, und dann rüber. Da müsste noch eine Tür kommen. Die da. Monsters! Monsters, wo seid ihr alle? Lululululu. Das Schloss klemmt. Hier komme ich gerade her. Ich Dummerchen. Dann gehe ich mal auf die Seite. Das Schloss klemmt. Das Schloss klemmt. Die Schlösser klemmen hier alle. Was ist damit? Klemmt nicht. Noch ist alles ruhig. Eine Karte des Untergeschosses des Krankenhauses. Ja, nehme ich auch mit. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt hier mehrere Karten haben. Kannst du das mitnehmen? Das Telefon ist tot, kein Rufton zu hören. Ach, das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon? Na gut. Ach, jetzt sieht man das auch. Von hier sieht man das besser, dass es ein Telefon ist, finde ich. Gut. Welche Tür jetzt? Da, wo ich stehe? Da, wo ich stehe. Ich wette, hier ist in jedem Raum später ein abgefucktes Monster. Ganz sicher. Dass der sich aber jetzt nicht mit dem Kaufmann zusammengetan hat, ist auch komisch. Hier liegt ein Schlüssel. Ein Kellerschlüssel. Aha, okay. Gut. Oder auch nicht gut. Da blüht mir was. Es ist vielleicht gar nicht gut. Ja, dann gehe ich jetzt wieder zurück. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe keinen Plan. Da geht gar nicht. Ich muss nach rechts eher. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Das ist so eine Art Küche oder so. Tonikum. Es ist eine Küche, alles klar. Der Kühlschrank ist leer, wie immer. Es ist ja auch völlig tote Hose. Hier ist alles schon weg. Da wurde nichts mehr nachgefüllt. Eine absolut tote Stadt hier irgendwie. Moment, geh da nochmal rein. Was ist denn das hier um die... Ach, das war auch nur ein Telefon. Aber hier ist nicht auch noch eine Karte oder sonst was, ne? Oh, die Musik ist auch so bedrohlich schon wieder irgendwie. Huch, was ist das hier? Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich finde das jetzt schon unheimlich hier. Ich meine, ich stelle mich darauf ja schon vor jeder Aufnahme ein, aber was ist hier denn passiert? Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Aha. Bücher sind um den Tisch herum verstreut, sonst ist hier nichts Besonderes. Sagst du dazu was? Ist in der Schublade noch was? Was war denn da wohl drinne? Was ist mit der Schublade? Das ist egal, oder? Ja, ich habe die ganze Zeit die Hoffnung, ich finde hier noch was, aber irgendwie... Ja. Er beugt sich immer nur wieder darunter. In der Schublade wird also nichts wohl sein. Ist trotzdem unheimlich. Okay. Warte, liegt da noch was? Rechts, hier? Da? Ist da was? Da schimmerte irgendwas, deswegen dachte ich, da wäre vielleicht noch was. Nö. Oh,
Okay, nicht gut. Gehen wir mal noch weiter, weil es ja so schön hier ist. Habe den Kellerschlüssel verwendet. Aha. Okay, dann geh da mal rein. Ich will überhaupt nicht in den Keller. Nee. Ich will da noch nicht hin. Lass mich mal erstmal hier umgucken. Mich mal sammeln. Das ist ein Verkaufsautomat. Er funktioniert nicht. Und der hier? Nö. Was mit dem Fahrstuhl? Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Mhm, okay. Ja, es ist schön hier, wie man sieht. Was ist mit der Tür? Klemmt natürlich. So, wie sieht's hier noch aus mit dem Stockwerk? Also irgendwie habe ich da hinten auch noch nicht die eine Tür ausprobiert. Aber soll ich jetzt direkt schon in den Keller? Oh, und ich habe den anderen... Nee, warte mal. Hä? Warum steht denn hier nicht, dass der Aufzug nicht geht? Ich habe den doch jetzt ausprobiert. Warum wird das dann nicht angezeigt in der Karte? Hm. Ja, gehen wir in die Kanalisation. Ist okay. Im Keller meine ich Kanalisation. Machen wir das halt mal. Yippie! Dass man immer so viele Schuss braucht dafür. Aber diese kleinen Asseln machen mir noch nicht so viel Angst. Was ist jetzt hier? Geht der hier auch nicht? Nee, er geht nicht. Schön hier, echt. Herrlich. Auch die Musik, richtig einladend. Scheiße, die Tür geht auf. Ach, hier komme ich her, oder was? Oh. Ja, und die Dings geht immer aus. Ist auch nett. So, ich brauche mal die Karte. Ach Gott, ja, Leute. Das Schloss klemmt. Was ist das hier? Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge, Intensivstationen und Operationsräume. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja, weil dann geht der Aufzug ja vielleicht jetzt wieder. Das wäre doch gut, wenn der jetzt wieder geht. Aber die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Wie geht's mir so? Wo muss ich gleich hin? Okay, mir geht's noch gut. Geh mal raus. So, was mache ich jetzt? Boah, ist das schrecklich hier. Und ich soll nach links. Alles klar. Boah, ist das horrormäßig hier, ey. Ganz ehrlich, schrecklich. Ich guck mal jetzt, ob der Aufzug geht. Und er geht. Das ist ja toll. So, wo wollen wir denn dann mal hin? Ich will eigentlich noch mal in den ersten Stock, weil ich da noch nicht alles ausprobiert hatte. Ja, das mache ich jetzt noch mal eben. Ich finde das toll, dass der jetzt wieder geht und ich mich in den Keller getraut habe. Und dank mir geht der Aufzug jetzt wieder. Hey Leute, ich hab's repariert. Na? Ist doch gut, oder? So, ich muss irgendwie wieder ganz da rum... Worum nochmal? Wohin nochmal? Aha, hier in die rechte rein. Dann irgendwie wieder zurück. Diese ganzen komischen Türen hier. So. Und hier war ich noch nicht überall irgendwie. Und ich könnte jetzt auch nochmal speichern. Genau. Da kann ich lang. Oder
oder zumindest mal ausprobieren, ob es geht. Geht aber gar nicht. Okay, aber man muss es ja mal gemacht haben, weil es wird ja nicht einfacher mit den Räumen. Es wird ja immer schwieriger. Und von daher... Gehe ich mal... Gehe ich mal hier zum Speichern. Da ist es. So, komm mal her. Du Speicherdingsbums. Erledigt. Ach, hier wollte ich gar nicht hin. Wo muss ich denn hin? Bin ich irgendwie verkehrt gelaufen? War hier noch eine andere Tür? Welche Tür? Oh Gott, welche denn? Die auf der komplett anderen Seite. Alles klar. So. Und dann nehme ich mal an, dass ich mit dem Aufzug jetzt in den anderen Stock fahren soll. Dann machen wir das mal. Ja, es ist so furchtbar im Krankenhaus. Zweiter Stock. Hallo Leute. Damals waren in der Schule hier auch schon Monster, auch in der normalen Welt. Schloss klemmt. Wir müssen einfach mehr mit der Einstellung rangehen, dass er seine Tochter sucht. Aber wenn das Schloss hier klemmt, dann gibt's ja hier gar nichts mehr, oder was? Aha. Nee, dann komme ich hier gar nicht weiter. Das heißt, ich kann nur in den dritten Stock. Das ist nicht der Aufzug. Das ist der Aufzug. Dann nach ganz oben, bitteschön. So wie ihr es wollt. Führt mich ruhig ins Verderben. Hallo. Leute. Na, sagt er was zu dem Schwesternposter? Nein, aber hier muss es jetzt eigentlich weitergehen. Schloss klemmt. Okay. Und die gruselige Musik setzt wieder ein. Das ist ja schön. Auch da gab es nichts, was ich machen kann. Ich bin verwirrt. War im Keller noch irgendwas? Hier gibt es jetzt einen vierten Stock. Der war vorher nicht da. Definitiv nicht. Gehen wir da mal hin. Auf mysteriöse Art ist dieses Stockwerk jetzt erschienen. Da war wieder die Frau, die wir schon mal gesehen hatten. Und wir sind jetzt hier auf so einem ganz komischen, rostigen Gang. Es sieht aus, als wären wir wieder auf einmal eine Parallelwelt, nur ohne Sirene. Wie, was hat das sich jetzt hier gerade abgeschlossen? Nein, ich bin eingeschlossen worden. Wie scheiße ist das? Okay. Schloss klemmt. Wir suchen irgendwie die Frau oder so. Schloss klemmt. Geh mal ruhig weiter. Ich kann hier nur gerade auf den ersten Blick immer gar nicht erkennen, wo hier eine Tür ist. Da ist wieder eine. Schloss klemmt. Okay. Was ist hier los? Okay. Oh. Okay. Nicht schön.
Jetzt, das schließt sich alles hinter mir mal ab. Kann das sein? Ja, es ist wieder abgeschlossen. Wollt ihr mich verarschen? Okay, hier geht's jetzt runter. Ich folge blind dem Gang. Oh, fuck. Was ist jetzt hier? Es geht da noch weiter runter. Ich probiere erstmal die Tür hier aus. Okay, hier kann ich auch durch. Was? Ja. Toll. Nett. Okay, hier sind wir jetzt. Ey, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier lang gehen soll. Toiletten. Wir sind wieder mal auf einem Klo. Das war wohl eine Monsterkrankenschwester gerade. Was haben wir hier? Das ist eine Schildkrötenplatte. Mitnehmen? Ja. Was auch immer das ist. Wir nehmen es mit. Ich wusste es. Es ist so eine Scheiße hier. Leck mich am Arsch hier. So, was jetzt? Einfach mal geradeaus und die Türen abklappern. Oh, was ist das hier? Ein Vogelkäfig? Ein Vogelkäfig, er ist leer. Okay. Und irgendein Krankenzimmer, aber alles ist wieder mal blutig und rostig und... Ja, ist schön. Was haben wir hier? Waschmaschinen? Hier sind mehrere Trockner, im Augenblick nutzlos. Er macht das immer alles so neutral und sachlich und kein Ding und ja, Trockner, Vogelkäfig, alles klar. Was ist denn das hier eigentlich? Warum geht's hier jetzt auf einmal noch rüber? Ach, hier kommt man auf die andere Seite oder was? Aha. Nee, möchte ich aber noch nicht, weil wir haben ja noch nicht mal den Gang abgeklappert und das möchte ich dann erstmal machen. So. Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig laufe, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich laufe wieder zurück. Nee, hier war ich noch nicht. Ein Speicherort, das finde ich, also ein Speicherdingensbummens, Notizblock, Videorekorder. Er ist alt, aber noch brauchbar. Oh, das ist ja toll, falls wir eine Videokassette finden oder auch Schrotpatronen, wie ich hier gerade sehe, dann können wir hier wieder zurückkommen. Und das werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir denn dann eine Videokassette finden. Und ich finde, es ist ein super Timing, dass hier jetzt gerade ein Speicher-Notizblock ist. Und den benutze ich natürlich auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann im Krankenhaus. Tschüss.